Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Thüringen, in Thüringen. Wir machen weiter und verkaufen Holz. Darf man immer sehen, dass wir das Ganze lang länger jetzt verkauft bekommen, von 12 Meter. Dann werde ich umstellen auf 10 Meter Länge schneiden und dann werden wir hier vielleicht zwei Ladungen aufkriegen. 10 oder 9, das ist dann auch nicht so tragisch. So, und wir fahren jetzt zurück zum Hof, also Richtung Holzplatz und laden auf. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ne, hab's bis jetzt vergessen, Samstag und Sonntag. Eine andere Folge auch. Ist keine Absicht, das ist also so, ich bin halt da nicht so. Da ist immer so ein Trott drin und mach dann mein Ding, zieh ich dann durch. Und denke nicht daran Tage, welches die Sendung erfolgt. Aber jetzt hat man dann gedacht, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wenn auch Restsonntag, ne? Und möge das Wetter dann passen, ne? Aktuell meldet ihr ein bisschen für morgen hier Sturm angesagt, also Orkanstärke. Ist nicht so schön, aber gut. Ist halt so, ne? Wir haben halt jetzt die Zeit, wo Stürme auftreten können. Von daher ist das nichts Außergewöhnliches. So, mal schauen, mal das aufladen können hier. 3000. Man muss hier mit den Anhängern ein bisschen zurechtfinden, weil die ja alle, ja, alle unterschiedlich funktionieren, ne? Und der funktioniert halt, der lebt mit B auf. Andere machen es irgendwie anders, glaube ich. Keine Ahnung jetzt genau, aber wenn man immer andere Tasten gewohnt war, dann ist es eine Umstellung, ne? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, ob ihr als was ihr nochmal sehen wolltet als Let's Play? Was würde euch interessieren? Vielleicht kommt es auch in meine Richtung. Was mein Interesse entsprechen würde, ne? Denn ich würde ja nichts spielen wollen, was mir jetzt keinen Spaß machen würde. Das wäre ja Blödsinn. Das wird man mir auch anmerken. Das wäre dann ja Quatsch, ne? Das soll auch eine Sache sein, wo man auch Freude hat in zwei Richtungen. So. Wenn ihr da welche Wünsche habt und Vorschläge, einfach reinschreiben in die Kommentare. Ich schaue mir das dann an, was das Spiel ist. Und wenn das viele sich das wünschen, dann denke ich drüber nach, wie das im Programm aufgenommen werden kann. Also in naher Zukunft, sagen wir so, ne? Also nicht heute auf morgen, aber in naher Zukunft. Ich glaube, der Baum stört. Nehmen wir den rechten hier weg, die rechten von links hier, ne? Die rechten Baumstämme. Dann ist er auch vorne voll. Er holt die woanders her. Hinten, oder? Hat er sich irgendwo festgefahren? So, mal. Muss ich mein Allrad einstellen hier? Jo. Nicht so einfach mit dem Langgeschütz. Das habe ich vornherein gesagt, dass das schwierig wird. Aber man kann ja nicht hören, ne? So.
Ja, das sehe ich, ne? Jetzt sind wir ganz schön voll geladen, nur aufpassen. Das ist gutes Holz, schön trocken jetzt im Winter. Das sollte gut Geld verdienen, ne? Also was raus wiederkommen, ne? Holz bringt sofort Geld, das ist das Gute. BGH muss lange warten. Tacho zeigt Meilen an. Ne? Ja, irgendwo ein amerikanischer Laster, ne? Was soll der Laster auch in Europa? Die Amis haben ja noch Anzeigen, die sind ja noch aus dem tiefsten. Naja, die haben Napoleon nicht erlebt. Wir fallen nicht um, das ist meine größte Sorge. Ein Radlader haben wir noch nicht da, nur noch kaufen. So, setzen wir das hier auf den Hänger drauf. Müssen wir die Baumstämme noch wegziehen, oder? Dann rüberschieben. Zum Verkaufspunkt. Dann geht das vielleicht, dann haben wir noch verkauft. Das ist Qualitätsholz, Junge. Qualitätsholz. Wenn wir das reinkriegen, ist gut. Dann ist es gut. Aber dann ist weg. Und einer haben wir verkauft. 2000. Deswegen ist auch der Kleine nicht dafür kaufen, weil er nicht drin ist. Ja, man kann den Trigger nicht erkennen, das ist ein bisschen blöd dann, ne? Obwohl es eigentlich vom Logischen her so ist, wenn man das Sägewerk anschaut im Original, also im, ich habe halt nur die Europakarte gespielt, da stehst du auch außerhalb und hast einen Verkauf in einem anderen Bereich. Ich muss den Balken irgendwie. Und da ist jetzt verkehrt. Da kriege ich nicht rüber. Das mag gehen. 3800, ein dicker Stamm, du. Den nehme ich jetzt per Hand. Sie was er bringt. 57. Haha. Ha. Immerhin, ne? Ich meine, als Brennholz ist verdammt teuer. Hm. 51.000. Naja, hat sich gelohnt. So, jetzt werden wir ein bisschen Gülle fahren, ne? Gülle gibt am Programm und Silage. Muss die Silage wegbekommen, bevor der Schnee kommt. Schnell zum Hof fahren. Anhänger, wenn wir es Richtung Holzen stellen, auf dem Weg oder am Weg, je nachdem, was man machen möchte. Und dann werden wir schauen. Stellen wir hier so hin. Auf zum
Auf zum BGH. Bei Gras wollten wir noch Heu machen, ne? Dann brauchen wir noch einen Heuwender und ein... Ja. Und Glück. Wir können ja theoretisch das Trocken reinbringen ins Lager. Lose. Trocken ist ja eh klar. Aber lose. Das muss ja nicht im Ballen gefressen werden. Aber der Weg ist besser geworden. Die erste Mission war das hier etwas sehr extrem uneben. Also es hat sich nicht gut gefahren, ne, mit 80 km/h. Heute kann es mit 80 durchbrettern hier. Würde normalerweise keiner machen auf dem Hof, ne, mit so 80 km/h fahren. Ne. Die Angestellten würden sich dann nicht sicher fühlen. Ne. Aber gut, ich habe keine. Können wir ruhig zu fahren. Ja, ihr Bullen, ihr seid bald fällig für den Schlachthof. Beziehungsweise Händler. Der Händler wird euch sicherlich noch verkaufen, ne? Aber. Kippen wir mal ab hier. Und dann knallen wir gleich mal eine Gülle her, ne? Und ein bisschen was noch verdienen. Cosplay? Gülle, Cosplay? Ich mal einen kleinen Anhänger nehmen, ne? Mal testen, aber einen kleinen habe ich da. Oh je. Schwäche. Kurz, Frischluft. Machen wir eine kurze Pause. Wäsche aufhängen. So ruhig in den. Im Bad. Maschine ist wohl fertig. Nee, nee, erstmal drunter fahren, ne? Und dann abhängen. Ein Meter fehlt noch. Ah, die Nase juckt. Total daneben. Bin ja gespannt, ob die Silage weg ist im Frühjahr. Oder der Häckselgruppe da rumliegt da. Was wir daneben. Weil Stroh verschwindet ja am Acker, wenn es regnet, aber. Immer noch 14 da. Oh, ganz daneben. Gibt's doch gar nicht. Aber jetzt. So. War ja ein schwieriger Akt.
hat sich der Anhänger schon gelohnt. So, mal Autokurs einstellen, Autokurs, Kursplay. Probieren, ne? Ja. Müsste man ein bisschen anders losfahren, weil zu dicht dran. Das heißt, er würde Probleme machen. So, ein bisschen weiter ab. So. Jetzt sind wir eine etwas größere Runde, um. Ja. Wenn das so eng fährt, LKWs sind ein bisschen empfindlich mit einer Lenkung und muss ich dann verkeilen. Und dann fahren wir hier durch. Wir können ja hier durchfahren, das ist kein Problem. Da ist ja nichts drin. Dann fahren wir jetzt den Plattenweg hoch. Normalerweise würde ich ja den Plattenweg sonst als Einbahnstraße verwenden. Aber guter Gang hier. Aber in dem Fall ist das egal, weil der würde so fast nie fahren normalerweise. Nur wenn ich das jetzt sehe, dass das Lager ist gut gefüllt, ne? Wenn wir Gas wegnehmen, bremsen. Muss ich jetzt so fahren, dass ich dicht dran komme, dass er den Abladepunkt erwischt. Und dann muss ich mal hier einstellen oder aktivieren, dass er abladen soll. So, hier. Hier hat er einen Punkt. Gut, dann muss ich ein bisschen zurückfahren. Weil er muss dichter dran. Vielleicht wäre es besser gewesen, mal in eine andere Richtung. Das kann durchaus sein. Könnte sein. Also dicht dran. Wir müssen zurück. Das ist entscheidend. Man kann kurz den Kurs fahren. Wir drehen mal eine Runde, ne? Also eine kleine. So, mal drehen. Beziehungsweise normale Strecke von vorne fahren, ne? Und dem Stückchen hier. So ein langes Geschoss vorne, ne? So, vielleicht 10 Meter, 12. So, Pause Ende. Könnte sein, dass nicht funktioniert, aber jetzt geht's zum zurück. Wir werden mal gleich abkippen, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich mache gleich weiter in der nächsten Folge. Sage ich immer Tschüss und winke. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, es geht dann gleich weiter mit Cosplay ersten Test. Ne? Tschüss.